Hey, willkommen zu deinem Pilates Workout. Ich bin Lena und das ist Lenas Health Lab. Heute sind wir für 30 Minuten zusammen auf der Matte. Oh ja, unsere Muskeln werden dir nachher danken für ein wenig Aufmerksamkeit. Versuch dich für eine halbe Stunde ganz auf dich und deinen Körper zu konzentrieren. Und wenn du heute gerne länger als 30 Minuten trainieren möchtest, dann mach doch vorher das Standing Pilates Workout, welches 20 Minuten geht. Wir verlinken es dir hier. Ansonsten, zieh deine Socken aus, leg deine Matte hin, auf geht's. Lass uns im Fersensitz starten, das heißt, dein Po ist auf den Fersen und du bringst die Hände jetzt lang nach vorne, wie in der Kindsposition. Schau zu deinen Händen. Lass den Rücken lang und gerade und atme in den seitlichen Brustkorb. Spreiz die Finger weit und lass den Po hinten. Atme in den seitlichen Brustkorb durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und mit der nächsten Ausatmung mach dich so rund es geht, während deine Arme vorne bleiben und einatmen, streck dich wieder, Rücken gerade. Ausatmen, mach dich rund, nimm deinen Blick mit. Und dann schau nach vorne, einatmen. Mach dich so rund es geht, dein Po bleibt auf den Fersen und streck dich wieder lang. Drei Stück noch. Schieb die Schulterblätter auseinander. Die letzten zwei und dann richten wir uns vom Oberkörper her auf. Ein letztes Mal. Streck dich, mach den Rücken lang, richte dich auf, nimm die Arme zur Seite, die Handflächen zeigen nach unten und mit der nächsten Ausatmung schieb den Po nach oben, richte dich auf, einatmen, geh wieder zurück auf die Fersen, ausatmen, Hochscheitel Richtung Himmel und ein wieder zurück. Streck die Arme lang zur Seite, drück die Schultern tief währenddessen. Drei mehr. Spannung vom Bauch halten, zwei mehr, dein Powerhouse ist aktiviert. Den letzten hältst du oben. Halte hier, Spine Twist von links nach rechts. Rotiere für zwei zur linken Seite und mit der nächsten Ausatmung für zwei zur rechten. Von einer zur anderen Seite. Arbeite aus dem Oberkörper. Die Arme weit voneinander entfernen. Vier mehr. Ausatmen, drei Stück. Lass die Fußrücken auf dem Boden. Und ein letztes Mal. Sehr gut, nimm die Arme tief und wir arbeiten jetzt spiegelverkehrt. Komm du auf deinen linken Unterarm, streck das rechte Bein weit weg. Wir schauen uns also an, Taille weit weg vom Boden. Ausatmen, schieb das rechte Bein höher, einatmen, tipp es auf den Boden. Ausatmen hoch und ein wieder tief. Deine rechte Hand ist vor dir auf dem Boden und du drückst dich dadurch noch ein bisschen höher. Halte die Spannung vom Powerhouse, vier Stück. Ausatmen, drei. Dein Bein ist lang, der Fuß gepointet. Ausatmen, hoch. Beim nächsten Mal halte oben, halte hier, flex den Fuß. Und wir kommen jetzt in einen Double Leg Bend. Zieh die Ferse zum Po für zwei und streck es wieder weg. Ausatmen für zwei und wegstrecken. Wir sind immer noch weit weg von der Matte. Halte die Spannung vom Bauch. Vier Stück noch, der Fuß bleibt geflext. Du ziehst ihn immer wieder Richtung Po. Die letzten zwei. Ein letztes Mal. Streck das Bein, bring das Knie jetzt nach vorne zum Ellenbogen und mit der Ausatmung schieb das Bein weg. Stell dir vor, du möchtest eine schwere Tür mit dem Fuß zumachen. Zieh nach vorne ran und drück das Bein weg. Spannung halten vom Oberkörper. Beckenboden angespannt, Bauchnabel rein und hoch. Zieh es ran und drück es weg. Zwei mehr noch und dann kommen wir von hier in den Mermaid-Sitz. Streck das Bein weg. Achtung, nimm das Bein tief. Bringe jetzt das untere Bein nach vorne, so dass wir im Mermaid-Sitz sind. Für dich müsste es das linke Bein sein und zieh dich in den Side-Bend zur rechten Seite. Ausatmen, wieder aufrichten. Einatmen, zur Seite weg und wieder aufrichten. Lass dir Zeit, wenn ich dir zu schnell bin, mach das Ganze langsamer. Aber versuch mit deiner Atmung zu gehen. Einatmen durch die Nase, Sidebend und ausatmen, wieder aufrichten. Vier Stück noch. Die letzten drei, dann legen wir uns auf die Seite. Zwei mehr. Zur Seite weg, Flankendehnung. Und ein letztes Mal.
Nimm den Arm tief und wir legen uns komplett hin. Du kommst auf deine linke Seite. Dein linker Arm auf dem Boden, die Füße weit nach vorne gestreckt und mit der Ausatmung Side Leg Lift. Zieh die Beine zusammen nach oben, drück die Taille tief, sodass wir in die seitliche Bauchmuskulatur arbeiten. Du kannst den Kopf ruhig ablegen. Und deine rechte Hand sitzt vor der Brust. Ausatmen, arbeite in die seitliche Bauchmuskulatur. Lass die Füße zusammen, zieh nach oben und geh zurück. Wenn du deinen Hüftknochen zu stark merkst, fall mehr nach hinten auf dein Gesäß. Ausatmen hoch, halte hier. Nimm den Arm jetzt weiter nach vorne und wir ziehen uns in ein seitliches Klappmesser. Fall mehr zurück auf den Po. Mit der Ausatmung schieb dich nach oben und einatmen, geh wieder tief. Beuge die Beine, zieh die Knie ran zur Brust, drück die Brust raus und wieder zurück. Ausatmen, zieh dich hoch, Knie Richtung Brust. Aktiviere dein Powerhouse dabei. Lass die Bauchdecke flach. Wir arbeiten noch immer für die seitliche Bauchmuskulatur. Ausatmen, hochziehen. Füße bleiben zusammen, streck die Beine wieder lang. Dein linker Arm kommt immer wieder zu den Füßen und dann lang hinter den Kopf. Zwei Stück noch, kontrolliert nach oben und genauso langsam wieder tief. Ein letztes Mal, zieh dich hoch. Und absetzen, sehr gut. Drück dich von hier in den Vierfüßlerstand und komm zurück in die Kindsposition. Arme wieder lang gestreckt nach vorne. Mach dich wieder so rund es geht mit der Ausatmung. Und einatmen, streck dich. Schau zu deinen Händen nach vorne. Ausatmen, mach dich rund und streck dich wieder lang. Wie zu Beginn unserer Stunde. Drei Stück noch. Mach dich rund. Lass den Po auf den Fersen. Die letzten zwei und dann richten wir uns wieder auf. Ein letztes Mal. Richte dich auf und dann kommen die Arme überkreuz an deine Schulter. Mit der nächsten Ausatmung hebe deinen Po an und einatmen, geh wieder zurück in den Fersensitz. Ausatmen hoch. Immer wieder den Scheitel Richtung Decke schieben. Einer mehr und dann rotieren wir, wenn wir nach oben kommen. Das heißt, wir gehen tief und mit der Ausatmung Rotation nach rechts im Oberkörper. Ein, wieder zurück. Ausatmen nach links. Von einer Seite zur anderen. Vier mehr. Beide Hüftknochen sind parallel zueinander. Die letzten zwei. Dein Powerhouse aktiv. Ein letztes Mal, komm hoch. Rotiere zur Seite, komm zur Mitte, nimm die Arme tief und du drehst dich jetzt weg von mir. Du bist also auf deinem rechten Unterarm, streck das linke Bein weit weg. Und mit der Einatmung schieb das Bein nach unten, teppe es auf, ausatmen, es kommt wieder nach oben. Wie vorhin, einatmen tief und ausatmen hoch. Deine linke Hand ist vor der Brust, du drückst dich noch ein bisschen mehr weg von der Matte. Schieb das Bein nach oben, Spannung vom Powerhouse, vier Stück. Die letzten drei, dann flexen wir wieder den Fuß. Zwei mehr. Ein letztes Mal, halte oben, flex den Fuß. Single Leg Bend für zwei, zieh ran und streck das Bein wieder weg. Kick, kick und weg. Ausatmen für zwei, streck es weg. Du bleibst stabil vom Oberkörper, beweg ihn so wenig wie möglich währenddessen. Zwei Stück machen wir noch. Ein letztes Mal. Halte das Bein gestreckt und jetzt zieh dein Knie Richtung Ellenbogen nach vorne und ausatmen, streck es wieder weg. Einatmen, zieh es ran und wegstrecken. Ranziehen und ausatmen, weg. Vier Stück noch. Sehr gut, drei mehr und dann kommen wir von hier in den Mermaid-Sitz. Die letzten zwei. Lang wegstrecken, ein letztes Mal. Setz das linke Bein ab, bring das rechte Bein nach vorne angewinkelt, winkel das linke an, um im Mermaid-Sitz zu sein. Und mit der nächsten Einatmung Sidebend zur rechten Seite ausatmen, richte dich wieder auf. Streck dich in die Länge zur rechten Seite und drück dich wieder zurück zur Mitte. In den Beinen geschieht nichts. Drück die Brust raus, sodass du wirklich in die Seitneigung gehen kannst. Einatmen. Deine Handfläche zeigt nach unten im Sidebend.
Dreimal mehr, dann legen wir uns komplett auf die Seite. Zwei Stück noch. Richte dich wieder auf und ein letztes Mal einatmen, ausatmen und komm komplett tief auf die Matte. Die Füße zusammen etwas weiter nach vorne, deinen rechten Arm leicht nach vorne geschoben. Leg den Kopf ab und mit der nächsten Ausatmung hebe die Beine an und ein wieder zurück. Hebe die Beine so, dass du in die seitliche Bauchmuskulatur arbeitest. Wenn du Probleme mit dem Hüftknochen hast, fall mehr zurück auf deinen Po. Ausatmen hoch und wieder tief. Vier Stück noch. Die Füße bleiben zusammen. Drück die Taille so tief, wie es geht, auf den Boden. Die letzten zwei. Ein letztes Mal ausatmen. Fall jetzt zurück auf deinen Po. Bring deinen linken Arm lang hinter den Kopf und mit der Ausatmung seitliches Klappmesser. Einatmen, wieder tief gehen. Ausatmen, drück dich hoch, die Knie zur Brust. Beuge die Beine, ausatmen. Und einatmen, wieder strecken. Zieh dich hoch. Arbeite für den Bauch. Sechs Stück noch. Ausatmen, die letzten fünf. Drück die Brust raus. Die Beine immer wieder strecken und immer wieder anwinkeln. Zwei mehr noch, dann legen wir uns auf den Bauch. Und ein letztes Mal drück dich hoch. Lang strecken, ablegen und dreh dich einfach auf deinen Bauch. Dein rechter Unterarm ist jetzt vor dem linken. Du legst den Kopf auf den linken Unterarm, aktiviere dein Powerhouse und mit der nächsten Ausatmung gehen wir in einen Backbend, ziehen gleichzeitig den rechten Arm nach oben und heben unseren Brustkorb an. Einatmen, wieder zurück. Ausatmen, hebe den Oberkörper an mit dem rechten Arm und wieder zurück. Er bleibt angewinkelt. Drück dein Schambein tief, zieh den Bauchnabel weg von der Matte. Zieh dich immer wieder nach oben, spür, wie deine Rückenmuskulatur arbeitet. Vier Stück noch, zieh dich nach oben. Drück dich noch ein bisschen höher mit dem linken Unterarm. Lass die Füße auf dem Boden. Zweimal mehr ausatmen, hochdrücken. Und ein letztes Mal. Zieh dich nach oben. Mache jetzt mit der linken Hand eine Faust, sodass du deine Stirn auf die Faust legen kannst. Zieh den Bauchnabel weg von der Matte und dann streck den rechten Arm lang nach vorne. Aktiviere dein Powerhouse und mit der nächsten Ausatmung hebe den rechten Arm so hoch du kannst. Zieh ihn Richtung Taille und mit der Einatmung streck ihn wieder lang nach vorne und leg ihn ab. Ausatmen, schieb den Arm nach oben, winkel ihn an und einatmen wieder nach vorne. Lass gleichzeitig deine Stirn auf der linken Faust. Arbeite kontrolliert. Schieb den rechten Arm so hoch du kannst, zieh ihn dann nach hinten ran. Und wieder lang nach vorne und tief. Vier Stück noch. Mach die Bewegung groß. Drück dein Schambein leicht nach unten dabei. Zwei machen wir noch. Und ein letztes Mal, dann kommen wir in den Vierfüßlerstand. Sehr gut. Drück dich nach oben. Drück dich in den Vierfüßlerstand, deine Hände unter den Schultern, deine Knie unter der Hüfte und wir machen uns jetzt so rund, wie es geht und ziehen immer ein Knie mit ran. Mach dich rund und dann wieder aufrichten, ausatmen, Nasenspitze und Knie näher aneinander. Immer im Wechsel, mach dich so rund, es geht. Zieh den Bauchnabel jedes Mal ein bisschen näher Richtung Wirbelsäule, wenn du dich rund machst. Ausatmen. Und ein wieder zurück. Drück dich mit den Händen weit weg von deiner Matte. Zwei Stück noch. Ein letztes Mal. Und jetzt hebst du dein rechtes Bein und den linken Arm weit auseinander mit der Ausatmung. Einatmen, wieder abstellen, wechsel die Seite, rechter Arm, linkes Bein. Beide Hüftknochen zeigen nach unten, dein Blick Richtung Hände. Immer im Wechsel, streck dich in die Länge. Stell dir vor, jemand zieht an deinem Fuß und an deiner entgegengesetzten Hand. Du möchtest dich so lang machen, wie du nur kannst. Pointe den Fuß, streck den Arm lang nach vorne.
dein Powerhouse aktiv. Den Bauchnabel Richtung Himmel. Immer im Wechsel. Ausatmen, weit wegstrecken. Und ein, zurück, zwei Stück noch. Ein letztes Mal, dann kommen wir wieder in die Bauchlage. Absetzen. Komm komplett nach unten. Und jetzt kommt deine Stirn auf die rechte Hand. Die linke Hand nach vorne, beide Arme angewinkelt. Drück dein Schambein leicht tief, zieh den Bauchnabel rein und mit der Ausatmung hebe deinen Oberkörper an und gleichzeitig deinen linken Arm. Dein Blick geht nach vorne, deine Füße lässt du dabei liegen. Ausatmen, zieh dich hoch und einatmen langsam wieder tief. Spür, wie deine Rückenmuskulatur arbeitet. Wenn dein unterer Rücken zu sehr wehtut dabei, dann mach die Bewegung erst einmal kleiner. Drück dich mit der rechten Hand so hoch du kannst, nimm deinen Blick mit. Und wieder zurück, vier Stück noch. Drück dich mit dem rechten Unterarm weg von der Matte, drei mehr. Deine Beine bleiben, wo sie sind, zwei Stück. Einer mehr und dann machst du wieder mit der rechten Hand eine Faust. Komm tief, mach eine Faust, setz deine Stirn auf die Faust. Streck den linken Arm lang nach vorne, aktiviere dein Powerhouse. Ausatmen, schiebe den linken Arm nach oben, zieh deinen Ellenbogen Richtung Taille. Einatmen, wieder nach vorne strecken und absetzen. So hoch du kannst, dann ranziehen. Dann wieder lang nach vorne und tief. Ausatmen, zieh den Arm hoch. Lass deine Stirn auf deiner rechten Faust. Schau, dass deine Hand auf der gleichen Höhe ist wie dein Ellenbogen. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Mach noch drei Stück. Zieh den Ellenbogen Richtung Taille und dann wieder lang nach vorne strecken, die letzten zwei. Dein Nacken bleibt lang. Ein letztes Mal. Dann setz die Hand wieder ab. Drück dich nach oben in den Vierfüßlerstand. Und von hier machen wir uns wieder rund, ziehen ein Knie ran, ausatmen, zieh dein rechtes Knie ran Richtung Nase, lass den Kopf hängen und einatmen wieder zurück in den Vierfüßlerstand, linke Seite. Mit jedem Mal den Bauchnabel etwas mehr Richtung Decke ziehen und dann streck dich lang. Die letzten vier. Drei mehr. Langsam und kontrolliert. Ein letztes Mal. Absetzen und jetzt strecken wir uns wieder in die Diagonale. Rechter Arm, linkes Bein weit voneinander entfernen, zurück zur Mitte und wechsel. Mit der Ausatmung streck einen Arm, das entgegengesetzte Bein und einatmen wieder zurück. Ausatmen. Beide Hüftknochen zeigen nach unten, dein Blick nach unten zu den Fingerspitzen. Pointe den Fuß, der Daumen zeigt nach oben. Vier Stück noch und dann gehen wir in den Schneidersitz. Drei mehr, große Bewegung. Zwei mehr, kontrolliert dein Powerhouse aktiv. Setz die Hände ab, bring das Knie tief, krabbel mit den Knien nach vorne, überkreuz die Beine und von hier in den Schneidersitz. Sehr gut. Beide Sitzbeinhöcker tief, richte dich vom Oberkörper her auf. Beide Hände kommen jetzt auf dein rechtes Bein und mit der Ausatmung rotiere deinen rechten Arm lang nach oben in die Diagonale, einatmen zurück. Nur mit dem rechten Arm. Ich arbeite spiegelverkehrt, wir schauen uns also an bei der Rotation. Brustbein Richtung Decke. Nimm deinen Blick mit zur Hand, die nach oben geht. Beide Sitzbeinhöcker bleiben auf dem Boden. Wir rotieren nur aus dem Oberkörper. Die letzten drei. In die Diagonale, streck dich lang, zwei mehr. Ein letztes Mal Rotation. Komm zur Mitte zurück. Jetzt setze beide Hände nach hinten, winkel die Beine an, stell die Füße auf, Fingerspitzen zeigen nach außen
Und mit der nächsten Ausatmung drück den Po nach oben, geh in die Brücke, dein Blick nach oben. Einatmen, langsam wieder tief. Ausatmen, drück dich nach oben, die Füße fest in den Boden drücken und geh wieder zurück. Du kannst den Blick auch vorne lassen, wenn es für dich angenehmer ist. Aber versuch kraftvoll den Po nach oben zu drücken, die Füße noch ein bisschen mehr auf den Boden drücken. Vier Stück noch. Eine gerade. Die Arme bleiben lang gestreckt. Drei mehr. Leg den Kopf in den Nacken. Die letzten zwei, bevor wir wieder in den Schneidersitz gehen. Ausatmen, hochdrücken. Schultern weg von den Ohren, komm tief und komm zurück in den Schneidersitz. Jetzt kommen beide Hände auf die linke Seite, wir drehen uns weg voneinander. Mit der Ausatmung rotiere deinen linken Arm lang nach oben und einatmen zurück. Ausatmen, Rotation entlang der Brustwirbelsäule und zurück. Nimm deinen Blick mit. Jedes Mal ein bisschen mehr rotieren. Jedes Mal ein bisschen mehr die Brustmuskulatur öffnen. Vier Stück noch. Der Arm lang gestreckt. Drei mehr. Ausatmen, zwei. Beckenboden angespannt, Bauchnabel rein und hoch. Komm zur Mitte zurück. Setze die Hände wieder zurück und du entscheidest, ob deine Beine angewinkelt bleiben oder du sie jetzt lang strecken möchtest. Pointe dann die Füße. Mit der nächsten Ausatmung drück dich wieder nach oben in die Brücke. Eine Linie. Und einatmen, langsam wieder tief. Ausatmen, kraftvoll, mit den Händen hochdrücken, die Füße auf dem Boden abstellen und komm langsam wieder runter. Lass dich nicht fallen. Nimm den Kopf wieder mit, leg den Kopf in den Nacken und komm langsam wieder tief. Deine Schultern müssen hier mitarbeiten. Ausatmen, hochdrücken, Bauchdecke flach, untere Rippenbögen bleiben geschlossen. Drei Stück noch, nimm den Blick mit nach oben. Drück die dicken Zehen tief in den Boden rein, wenn du nach oben kommst. Einer mehr. Ausatmen hoch. Setz dich auf deinen Po und komm nach unten in Rückenlage. Leg dich hin, bring die Arme einmal lang hinter den Kopf. Die Beine angewinkelt, drück die Fersen fest in den Boden. Schließe nochmal die unteren Rippenbögen. Streck die Arme lang nach hinten und mit der nächsten Ausatmung roll up. Zieh dich nach oben, Wirbel für Wirbel, zieh dein Kinn Richtung Brust. Richte dich auf, Scheitel Richtung Decke und dann geh wieder zurück. Leg dich nach hinten ab, nimm die Arme zurück und ausatmen, aufrollen. Wirbel für Wirbel, schau zu deinem Bauchnabel, drück die Fersen in den Boden, richte dich auf. Einatmen und ausatmen, geh wieder tief. Lass die gerade Bauchmuskulatur arbeiten, schieb dich nach oben, roll dich auf, richte dich auf. Und geh langsam wieder zurück. Abrollen. Die Arme lang nach hinten hinter den Kopf. Zwei mehr. Drück den unteren Rücken tief in den Boden rein und dann richte dich auf. Blick nach vorne und dann schau wieder zu deinem Bauchnabel. Geh tief. Ein letztes Mal. Komm nach oben. Aufrichten. Wir gehen einmal wieder tief. Und komm zum Single Leg Stretch, zieh die Beine ran. Schau zum Bauchnabel, der Kopf gelöst vom Boden. Halte dein rechtes Bein, das linke weit weggestreckt. Und mit der Ausatmung wechsel. Pointe die Füße, zieh immer ein Knie Richtung Brust, das andere weit weggestreckt. Zwei Stück noch. Und dann entscheidest du, ob du dabei bleibst oder beide Beine jetzt lang streckst. Greife nah an den Knöchel nach oben, ausatmen, wechseln. Deine Schultern sind weg vom Boden, dein unterer Rücken liegt auf dem Boden. Immer im Wechsel. Und nur die Beine heben sich. Aneinander vorbei. Zieh jedes Mal ein bisschen mehr ran, spür auch die Beinrückseite. Die letzten zwei. Zieh noch einmal ran. Winkel beide Beine an.
Leg den Kopf ab. Sehr gut. Streck die Arme nochmal nach hinten. Mach die Beine lang. Aktiviere dein Powerhouse. Streck die Arme nach vorne in eine Diagonale. Handflächen zeigen zueinander und mit der Ausatmung roll dich auf. Zieh dich in einen Teaser mit angewinkelten Beinen. Und einatmen, geh wieder nach hinten weg. Die Arme bleiben in der Diagonalen. Ausatmen, zieh dich nach oben, Brust raus. Und geh langsam wieder tief. Zieh dich nach oben. Und zurück. Dein Bauch arbeitet, dein Hüftbeuger arbeitet. Und schau nochmal, dass du dich wirklich aufrichtest. Zieh dich nach oben mit der Ausatmung, drück dich hoch, drück die Schultern weg von den Ohren, blick nach vorne und geh wieder zurück. Pointe die Füße, lass die Füße zusammen, zieh die Knie Richtung Brust. Wir machen noch zwei Stück, dann kommen die Hände an den Hinterkopf. Geh wieder tief. Ein letztes Mal roll dich auf. Komm nach unten, stell die Füße auf, bring die Finger ineinander, Hände an den Hinterkopf. Ellbogen weit auseinander und mit der nächsten Ausatmung Chest Lift. Löse die Schulterblätter vom Boden, schau zu deinem Bauchnabel, wenn du nach oben kommst und ein zurück. Versuch, die Wirbelsäule neutral zu lassen, also ein leichtes Hohlkreuz. Atme weiterhin in den Brustkorb. Ausatmen, zieh dich hoch. Vier Stück noch. Und dann gehen wir vom Oberkörper von links nach rechts. Drei mehr. Ausatmen, zwei. Schließ jedes Mal ein bisschen mehr die unteren Rippenbögen. Achtung, jetzt kommt ein Ellenbogen zum entgegengesetzten Knie. Trotzdem hebst du beide Schulterblätter weg vom Boden. So, dass die seitliche Bauchmuskulatur arbeitet. Zieh dich von einer zur anderen Seite. Ausatmen, zieh dich hoch. Sechs Stück noch mit der Ausatmung nach oben. Nimm den Blick mit und lass den Kopf wirklich in den Händen liegen. Die Arme dürfen mitarbeiten. Zwei mehr. Ein letztes Mal. Achtung, dreh dich jetzt auf deinen rechten Unterarm. Komm in die Side Plank. Dein Ellenbogen unter der Schulter, die Beine zusammen. Halte hier. Drück die Taille wirklich weit weg vom Boden. Und wenn das gut für dich geht, streck dein oberes Bein lang. Mach es lang. Pointe den Fuß. Halte. Wenn das noch immer geht, streck den Arm lang über den Kopf. Nur halten. Durchatmen. Spannung vom Bauch halten. Halte. Weiter atmen. Und dann wieder zurück zur Mitte. Komm zurück auf den Rücken, wir gehen wieder in den Chest Lift mit der Ausatmung. Hebe die Schulterblätter an. Ein, zurück, neutrale Wirbelsäule. Wenn du kannst, drück nicht den unteren Rücken auf den Boden. Wenn das für dich aber nicht funktioniert, dann mach das so. Ausatmen hoch. Vier mehr noch. Die letzten drei und dann gehen wir wieder von rechts nach links. Zwei mehr. Ausatmen, zieh dich hoch. Achtung, Ellenbogen zum entgegengesetzten Knie. Nach oben und zurück. Komm so hoch du kannst. Jetzt darfst du deinen unteren Rücken auf den Boden drücken. Aber hebe beide Schultern an. Sechs Stück noch. Fünf mehr und dann kommst du in die Side Plank auf die linke Seite. Gleich geschafft, zieh dich noch mal ein bisschen höher. Komm zur Mitte zurück, dreh dich auf die Seite. Komm auf deinen Unterarm, winkel die Beine an, drück dich hoch. Brust raus. Bauchnabel rein, drück dein Becken nach vorne. Spür, wie die seitliche Bauchmuskulatur arbeitet. Und dann strecke das obere Bein lang weg, pointe den Fuß. Dein Gesäß arbeitet jetzt mit. Streck den Arm lang über den Kopf und halte. Nur halten. Durchatmen. Weit weg von der Matte. Halte, halte, halte. Und langsam wieder tief kommen. Sehr gut. Komm jetzt in die Kindsposition. Streck die Arme lang nach vorne
Und wie zu Beginn unserer Stunde, versuche einfach mal den Rücken so rund wie möglich zu machen. Schau zum Bauchnabel und mit der Einatmung drück den Rücken gerade, Blick nach vorne. Ausatmen rund und einatmen, Blick nach vorne, Rücken gerade. Drei Stück noch. Zieh den Bauchnabel rein. Die letzten zwei. Und ein letztes Mal rund machen. Blick nach vorne, Rücken gerade. Richte dich auf, komm in den Fersensitz. Kreis die Schultern zurück. Und du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, ob du das Workout mit dem Standing Workout kombiniert hast und wie du dich jetzt fühlst. Ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Als Patron hast du je nach Stufe zum Beispiel Zugriff auf unser Livestream-Archiv und kannst Zoom-Classes mit mir machen. Wenn du auch Mitglied bei Patreon werden willst, findest du den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, deine Lena.